Schließe mir die Augen beide mit den lieben Händen zu, geht doch alles, was ich leide, unter deiner Hand zur Ruhe. Das ist eins meiner Lieblingsgedichte hier von Theodor Storm. Und jahrelang konnte ich, weil ich Lyrik so mag, keine Gedichte vertonen im ganz traditionell verstandenen Sinne. Ich dachte mir, das müsste doch, wie viele schon vor mir dachten, das müsste und könnte doch so bleiben, wie es ist. Deswegen habe ich mich jahrelang kapriziert auf Texte, die mir so im Alltag untergekommen sind. Das könnten sogar Bedienungsanleitungen gewesen sein und alles Mögliche. Und in den letzten Jahren, gerade durch dieses Stormgedicht, habe ich überlegt, vielleicht kann ich es doch mal wieder wagen, das in Form eines Lieds zu bringen. Denn gerade dieses Gedicht von Storm hat ja Alban Berg zweimal vertont. Und dieser Gedanke, dass man einen Text hat, den man vielleicht unterschiedlich betrachten kann oder betrachten muss, musikalisch, diese Idee habe ich auch in den winzigen Liedern hier verfolgt. Da gibt es ein Gedicht, den Heuschreck von Wladimir Chlebnikow, den ich in unterschiedlichen Übersetzungen gefunden habe und den ich deshalb auch ganz unterschiedlich zweimal vertont habe in diesem Mini-Liederzyklus, den ich hier geschrieben habe. Insofern hat mich die Idee, einen Text zu nehmen und den unterschiedlich zu beleuchten oder zu musikalisch lesend zu interpretieren, hat mich sozusagen wieder auf die Spur gebracht, dass ich vielleicht doch gelegentlich hin und wieder mal ein Gedicht vertonen möchte im ganz traditionellen verstandenen Sinne. Und im gleichen Rahmen ist mir auch das Lied wieder näher gekommen. Das konnte ich auch einige Jahre nicht schreiben, weil ich dachte, da ist man ja, und da bin ich nicht der Einzige, der das dachte oder denkt, da ist man ja relativ schnell im Biedermeier und bei romantischen Liederzyklen. Und das wollte ich natürlich als zeitgenössischer Komponist vermeiden. Und jetzt in den letzten Jahren dachte ich mir, egal, toll, dieser Liederzyklus, diese Idee von Liederzyklus ist doch großartig. Das muss ich unbedingt auch mal wieder machen und deswegen habe ich so ein, zwei Liederzyklen schon geschrieben und ich hoffe, dass da auch einige noch folgen werden. Und nicht nur Lieder haben mich in den letzten Jahren besonders interessiert, sondern überhaupt die Idee, kurz und knackig auf den Punkt zu kommen, zum Beispiel in Songs. Ich habe fast immer, wenn ich Musiktheater gemacht habe, habe ich versucht, einen Song da hineinzuschmuggeln, also wirklich in so einem Brecht-Weil-Eisler-artigen Style. Weil das nochmal die Möglichkeit gibt, mir kurz und knackig das, worum es da in dem ganzen Stück geht, in einem ganz anderen Zugriff mit dem Text vielleicht nochmal anders auf den Punkt zu bringen. Und überhaupt denke ich, alles, was mit neuer Musik zu tun hat, wir brauchen Lieder, wir brauchen Songs, wir brauchen Schlager, wir brauchen Schnulzen und dafür brauchen wir Text. Und manchmal brauchen wir vielleicht so einen schönen Text wie den von Theodor Storm und gucken wir uns einfach immer wieder von vorne und von hinten, von der Seite und von oben an. Das habe ich hier mit diesen winzigen Liedern auch gemacht. Jetzt gucke ich hier auf mein Video, wie lange ich schon gequatscht habe und würde sagen, das ist fast so lang, wie das ganze Stück gleich geht, bei dem ich viel Spaß wünsche.